So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir diese super neuen Pizzen getestet von Wario, Waluigi und Mario und Luigi. Verstehen Sie den Unterschied? Jetzt ist es fast immer so, die einen bringen Pizza raus und machen natürlich Salami. Und dann machen sie eine zweite Sorte mit Käse. Nachdem wir diese super Bombenpizzen, die ich wahrscheinlich nicht nochmal kaufen würde, mir auch viel zu teuer sind und mich die Käse auch gar nicht überzeugt hat, habe ich jetzt schon wieder das nächste Ding im Ofen gesehen, und zwar Baywatch Berlin Pizza. Was ist das für ein hässlicher Karton? Das ist wirklich so ein schlimmes, räudiges Design. Das finde ich keineswegs ansprechend. Davon gibt es auch zwei Sorten. Und zwar gibt es eine Baywatch Berlin Million-Dollar-Salami. Million-Dollar-Salami mit Mozzarella, Grana Padano, GU und Trüffelöl. Aber wir wollen uns heute mit der leichteren Variante befassen und die andere beim nächsten Mal machen. Und die leichtere Variante ist eine Golden Margarita. So, seht ihr, dass das eine Golden Margarita ist? Eine Golden Margarita mit Mozzarella, halbgetrockneten marinierten Cherry-Tomaten. Also eigentlich nichts Besonderes. Gar nichts Besonderes, nichts, gar nichts. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das Ganze ist wohl im Prinzip ein Podcast, weil Spotfight auch ein Podcast ist, aber das ist kein Spotfight. Das ist ein Podcast wohl mit dem Klaas von Joko und Klaas. Also wer die mag, der kann da ja vielleicht mal bei Baywatch Berlin reinschauen. Hier ist auch ein QR-Code drauf, wo dort steht: Die erste Pizza, die man nicht alleine essen muss. Code scannen und Klaas, Schmidti und Jakob leisten dir Gesellschaft. Du kannst es also wahrscheinlich abscannen. Während du isst, labern die dich noch voll. Das ist genau das, was ich brauche. Ansonsten weiß ich nicht. Wie gefällt euch das Design? Ich finde, man kriegt total Augenkrebs. Das sieht halt wirklich nach nichts aus. Das ist, wenn ich da drüben Trüffel lese, okay. Aber hier ist ja gar nichts drauf eigentlich. Deswegen fangen wir mit dieser an, mit dieser leichten Golden Margarita Pizza von Baywatch Berlin. Hier am Rand habt ihr auf jeden Fall das Ganze nochmal stehen. Hier ist es aber im Prinzip so grün gehalten. Hier steht das Nizza der Pizza. Das ist total lustig. Dann steht Glamour aus der Tiefkühltruhe. Und hier habt ihr nochmal das Baywatch Berlin, das Logo und alles, wie das ausschaut. Das ganze Ding ist auch vegetarisch. Und hinten haben wir nochmal eine größere Beschreibung. Da ist der Karton eher golden und schwarz gehalten mit weißer Schrift. Hier steht Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Tomatensoße, marinierten halbgetrockneten Cherry-Tomaten und Mozzarella. Tiefgefroren. Da ist also einfach doppelt Mozzarella drauf. Verzehrempfehlung: Pizza aus Schnee vor dem Chalet in St. Moritz holen, Bedienstete herbeischreien und zum Aufbacken zwingen, Pizza anschließend ofenwarm mit einem Glas per Moll Grand Cru verzehren. Ja, das ist wirklich sehr gehoben, sehr brutal. Wir lesen euch auch einfach noch den Text vor, der hier steht, dass wir das auch noch haben. Diese Baywatch Berlin Golden Margarita Pizza ist ein Produkt aus herrlichsten Zutaten. Die Tomaten kommen direkt aus Klaas Häufer Umlaufs Anwesen an einem goldenen Strand. Der saftige Käse wurde von Jakob Lund mit einem kleinen Lastwagen ebenfalls aus Käse bis nach Berlin transportiert. Schmidti hat den Teig stundenlang zu italienischer Musik in die Luft geworfen, bis er fluffig wurde. Für diese Versprechen stehen die drei Podcaster mit ihren guten Namen. Nur durch erlesene Zutaten ist es möglich, erstmals eine Pizza anzubieten, so edel im Antlitz und Geschmack, dass sie die Tiefkühlpizza endlich aus der Schmuddelecke des Fastfoods hebt. Die Baywatch Berlin Pizza ist der erste Diamant zum Essen, nur nicht in hart, sondern in knusprig und lecker. Einfach weiße Handschuhe anziehen, Packung aufreißen, an den letzten Italienurlaub denken und den Pizzaofen befeuern, bis die Küche nach Trattoria duftet. Eine feine und köstliche Pizza für das Millionärsfeeling aus dem Backofen.
ich kann dem Ganzen trotzdem nichts abgewinnen. Gerade wenn die da hier so einen auf edel und abgehoben und auf Milliardär und sonst was machen, ist das auf jeden Fall was, was ich nicht brauche, nicht möchte und eigentlich gar keinen Bezug dazu habe. Sollen sie halt mal die erste Ghetto-Pizza machen, belegt wirklich mit Reißnägeln, Rost und Bauchfusseln. Und dann würde ich sagen, das ist toll, das muss supported werden. Die, so sieht die jetzt also aus, ausgepackt. Die riecht auf jeden Fall gut. Im gefrorenen Zustand macht die einen guten Eindruck. Aber wenn ich sehe, wie dick der Rand ist, wie breit der Rand vor allem ist. Die besteht ja fast nur aus Rand. Und innen drin halt ein bisschen irgendwas anderes. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen und gucken mal, wenn die fertig ist, wie die schmeckt. Adi, Schatz, was knusperst du denn die ganze Zeit hier rum? Hast du das wieder her? Guck dir lieber das an. Das ist Pizza, die edelste Pizza der Welt. Die hast du noch nie gesehen. Lass jetzt die Kirschen in Ruhe. Das ist bestimmt Tomate. Jetzt muss ich das Ding hier noch rausholen. Das müssen wir jetzt reinschmeißen und dann müssen wir gucken, wenn es fertig ist. Adi, Schatz, was ist denn jetzt mit deinem Fuß? Nein! So, wir sind zurück. Die Pizza ist fertig und guckt euch das mal an. Die sieht ja eigentlich richtig gut aus, jetzt wo die fertig ist. Wir müssen nur den Karton nochmal dazu nehmen und halten das nochmal so hoch. Das ist die Baywatch Berlin Pizza. Ungefähr so. Ich brauche nämlich immer Platz, hier oben das Ramses Kitchen einzublenden, habe ich gesehen auf dem Thumbnail. Deswegen müssen wir das jetzt mal anders machen. So. Die riecht total gut. Die Nase pfeift auch ein bisschen hin und her und jetzt nehme ich mir die mal hoch hier in diesem Stück. Ihr seht, die ist wieder so, die ist nicht steinhart und knüppelig, die biegt sich noch, die ist wieder sehr soft. Hier der Boden, man hört eine ganz leichte Knuspernote. Der Boden sieht erstmal fluffig aus. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Vielleicht, wenn er so richtig schön weich ist, ist das trotzdem angenehm zu essen. Aber wenn ich schon sehe, das ist ein Viertel, das ist nur so ein Stück jetzt innerein und trotzdem so viel Boden hier hinten. Der Boden ist halt wirklich fast meine ganze Hand von der... Naja, egal. Wir beißen erstmal kurz in den Boden rein. Wir machen mal einen Bodentest. Der Boden ist okay. Ein bisschen mehlig. Aber ich glaube, auf Dauer, wenn du den ganzen Boden hinten einmal isst, bist du schon total satt, der stopft und der ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen trocken. Beißen wir mal hier vorne in die Spitze rein. Ja, ist okay, du schmeckst halt diese Tomaten, diese frischen Tomaten. Du schmeckst die Tomatensoße ganz deutlich. Du merkst ein paar Kräuterchen, du merkst ein bisschen Käse. Ist an sich ein angenehmer Geschmack. Aber, ja, ich weiß nicht. Wirkt halt jetzt nicht so extrem besonders. Ich glaube, das kann man schon essen. Ist für mich aber jetzt nicht das Krasseste, was ich je gegessen habe. Wir werden das sowieso jetzt gleich mit Tabasco nochmal probieren. Aber vorher beiße ich nochmal hier in die Ecken rein. Jetzt gerade hier bei den Ecken war auch, da war nur Mozzarella, nur Käse, so zerlaufen ein bisschen. Da waren jetzt gar keine Tomaten oder irgendwas. Da hat mir ein bisschen irgendwas Fruchtiges gefehlt oder irgendwas an sich Frisches. Du hast einfach nur auf dem Mozzarella rumgekaut, der an sich ja jetzt nicht so einen krassen Geschmack hat. Der sticht ja nicht so heraus. War halt, weiß ich nicht, bisschen pappig. Mir fehlte halt irgendwas. Deswegen bin ich ja einer, der trotzdem immer mit Salami am Start ist, obwohl Salami fettig ist. Hier, die ist jetzt nicht so trocken, außer der Rand. Die kannst du so zusammen essen. Okay, aber geschmacklich hau die mich einfach nicht um. Werde jetzt hier mal das Tabasco rausholen. Ist wohl auch was, vor allem gerade, weil auch das Design mir überhaupt gar nicht gefällt. Die Pizza an sich macht einen guten Eindruck, sieht gut aus. Hätte das Design vom Karton noch ein bisschen anders gewirkt, hätte ich mich gefreut. Soll edel sein, soll was Gehobenes, was Brutales sein, aber... Mich spricht das leider gar nicht an. Ansonsten ist es was fürs Auge von der Pizza her. Aber geschmacklich haut es mich nicht aus den Socken, wie man so schön sagt. Jetzt schmeckt eh alles nur noch nach Tabasco. Das Tabasco passt einfach so gut zur Pizza, egal welche. Aber da braucht ihr nicht so eine teure nehmen, da könnt ihr auch eine Billigpizza nehmen.
Wenn ihr alles nach Tabasco schmeckt, bringt immer die nötige Würze mit, bringt nochmal eine Frische rein, umgeht das Trockene ein bisschen, da passt auch der Rand dann im Endeffekt dazu. So, ein Viertel ist weg, wie gesagt, kann man essen, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal, aber hebt sich trotzdem irgendwie ab von ganz normalen Margarita Tiefkühlpizzen. Vielleicht sagt ihr, euch gefällt das Ganze drumherum, die Verpackung was Edleres, ihr seid Fans von Klaas und ihr habt auch ein Handy, womit man das Dings abscannen kann. Ich bin immer zu blöd dafür, ich weiß nicht, ob die dann einem eine Geschichte erzählen von irgendwas beim Essen. Ansonsten, ja, werde ich jetzt die Pizza genießen. Ich kann mal gucken, ob ich doch irgendwie das abscannen kann. Dann schneide ich es noch hinten rein, um zu gucken, was die da sagen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So, wie ich es mir gedacht habe, habe ich es natürlich nicht geschafft, normal mit meiner Kamera diesen QR-Code zu scannen. Ich habe mir jetzt extra einen QR-Code-Scanner runtergeladen, habe den QR-Code gescannt mit dem QR-Code-Scanner. Und habe euch jetzt mal den Link, den ich gescannt habe, in die Beschreibung gepackt. Das heißt, wenn ihr hören wollt, was ich gehört habe beim Pizza-Essen, mir kommt alles hoch, dann guckt mal in die Beschreibung, da ist der Podcast vom Baywatch Berlin verlinkt auf der Edeka-Seite. Baywatch Berlin. Und die Dinger habe ich aus dem Netto geholt, aber es ist irgendwie auf der Edeka-Seite verlinkt. Egal. Geht 9 Minuten. Ich höre mir das gerade an. Ihr könnt es euch auch anhören. Ich packe das in die Beschreibung bei beiden Pizzen. Bei der Golden Margarita, bei der Extrem Salami Gülle. Also checkt das aus, wenn ihr mal wissen wollt, was die so machen. Und ansonsten, wenn ihr die Pizza gegessen habt, schreibt mir mal eure Bewertung rein, wie ihr die Pizza fandet, gut, schlecht, wie auch immer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck mal, das Hemd ist durchsichtig hier. Das ist durchsichtig.